Alright, so, Dank fürs 17. Dankeschön. Der Ausraster, was ist das hier? Hier, Digga! Nein, nee! Danke für den Stream, danke, dass ihr hier wart, danke für die ganzen Subs, danke für die ganzen Drinks, danke für den ganzen Chat, danke für die ganzen Follower. Wir sehen uns morgen wieder, war ein geiler Stream heute. Ich wünsche euch was, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend, haut rein, ciao. Fake time! Hier, Digga! Digga. Okay, ich schwöre, ich war gestern OOC aggressiv, ne? Also, Retalk, ich war gestern so aggressiv wie schon lange nicht mehr. Es hat mich alles abgefuckt. Der Chat hat mich abgefuckt. Rocket League hat mich abgefuckt. Es hat mich abgefuckt, dass der Motherfucker mich komplett zerfickt hat in Rocket League. Es hat mich alles abgefuckt. Es war mir warm, ich hab geschwitzt. Alles war scheiße, ich hab Geld verloren. Es hat mich alles abgefuckt. Digga. Machst du noch ein Double or Nothing? Nee, Digga. Das... Ich hab Luke entlassen, Junge. Das ist das letzte Geld, was er bekommen hat. Der Wichser. Das hier. Der imitiert einfach Monte und Papa Platte. Verstehe nicht, warum ihn jeder so feiert, diesen NPC. Lucky Scheißdinger, Bro. Du bist einfach grottenschlecht in Rocket League. Also kurz, wo zum Fick? Wo zum Fick? Das ist ja Rocket League Rage, oder? Oder was ist das? Ja? Okay. Da habe ich eine Frage. Wo zum Fick imitiere ich Monte? Wird hier gefuckt. Und Kevin. Also Monte gar nicht, Kevin, das war jetzt der Ausraster-Clip. Kevin rastet nicht so aus. What the fuck? Ich bin einfach nur ausgerastet. Ja, Classic. Aber Digga, scheiß auf den, Junge. Ich fick ihn. Mich jucken Hacker war gar nicht mehr, heute 30 Minuten rum. Nö, 2 Minuten, aber du kriegst eine 30 Minuten Timeout. Scheiße! Fuck! Fuck, Mann! Nein, ich schlag alles zu Brei! Digga, ich bin da nicht unmächtig geworden, aber mir ist da so, kennt ihr das, wenn ihr so richtig fett ausrastet und dann habt ihr kurz so ein, wie wenn ihr aufsteht, ihr steht so auf und dann wird so alles schwarz auf einmal. Digga, das hatte ich, weil ich so ausgerastet bin, dass ich nicht mehr stehen konnte. Digga. Ja, aber das ist halt ein Classic Monte und Papa Platte Clip, ne? Hab ich halt einfach nur 1:1 geklaut dann. Nein, Mario, nein! Dem geht's gut, was ist das hier? What the fuck? Holy shit, Digga. Oh, Jungs, ich war heute beim Krankenhaus, by the way. Gute Neuigkeiten. Mein Schlüsselbein ist tippitoppi. Das ist tippitoppi verheilt. Und die Schmerzen, die ich immer hab, sind noch wegen der Plakette, die ich noch drin hab. Und das reibt sich dann immer an der Haut. Und irgendwann tut sich dann irgendwie so, tut das weh, keine Ahnung. Aber es wäre nicht schlimm. Und ich hab gefragt wegen Dodgeball-Event. Ich hab dem Arzt gesagt, yo, in einem Monat habe ich genau das gleiche, wofür ich dann zu ihnen gekommen bin. Kann ich da mitmachen ohne Probleme? Er meinte, ja. Und ich habe mich auch, also Red Bull hat mich angeschrieben und gefragt jetzt, ob ich da mitmache. Ich habe ja gesagt, also ich mache mit. Dodgeball Event, ich bin dabei, Jungs. Okay? Wisst ihr, was aber komisch ist? Die haben nach Trikotnummer, Namen und alles gefragt. Bruder, ich habe keine Ahnung, bei wem ich mitspiele. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Team ich bin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe extra da hingeschrieben. Die sollen mir Nummer 7 geben. Das wäre sehr wichtig. Ja, Maxi! Ja! Oh, by the way, Digga. Könnt ihr euch doch dran erinnern, als ich ein Cutter, also, ne, als meine Cutter-Suchphase war und ich hatte jemanden und ich habe auf seine Discord-Nachricht gewartet? Könnt ihr euch doch dran erinnern? Und er hat am Tag selber dann nicht mehr geantwortet und Tag danach auch nicht, war dann nie wieder. Und ich meinte so aus Joke, yo, Digga, der ist einfach tot. Bruder, der Typ hatte. Ist auf der Autobahn gefahren, Reifen geplatzt, Krankenhaus. Digga, da ist einfach wirklich irgendwas passiert. Das ist crazy. Aber alles gut, er lebt noch und so, ne? Aber er wäre halt, er hat geschrieben, er wäre fast gestorben. Also der ist irgendwie Autobahn, Reifen geplatzt und wäre einfach fast gestorben. Und er war dann im Krankenhaus und deswegen hat er nicht auf Discord geschrieben. Der ist crazy. Was wird von der,
Das wird vom Gehalt abgezogen. Was? Nein. Gute Besserung. Soll trotzdem. Amar würde sagen, er soll trotzdem die Nacht durchcutten. Spaß. Nein, ihm geht's aber gut bei der. Boah, was mich richtig traurig gemacht hat. Er hat so geschrieben, ich zitiere, das habe ich richtig traurig gemacht. Er schreibt so vor seinem Unfall und dann, aber hab gesehen, du hast jemanden gefunden, ist auch Baba geschitten, ist auf jeden Fall der Richtige für den Job. Das hab ich traurig gemacht, Digga. Das hört sich so traurig an. Ja, Google Rocket League 101, Digga. Dass er sich traut, das hier reinzuschreiben, ist krass. Wieso? Ich hab ja gewonnen. Digga, du willst einen aufs Maul, oder? Ist das, was du willst? Nee, bis heute war der Tag eigentlich gut. Ich möchte nicht, dass mein Tag jetzt noch schlecht wird. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf eigentlich. Oh nein. Du hast so 5 Tage Hugo leise. Oh, 5 Tage lol. Oh mein Gott, Digga, was ist das hier? Die Männer-WG Official Twitch-Stream-Trailer 4K 60 FPS. Let's Hugo präsentiert. Eine WG, die von Madeira aus gestreamt wird. WG, die in Madeira ist. Eine WG mit 5 coolen Leuten. Seid ihr ready für 4, diese coole 4, WG? 4. Mit dabei sind Let's Hugo, Fabo, Cast. Schauen wir noch. Crafter, aka Heiko. Heiko weg. Co. Wichtiger. Oh, noch nicht sicher. Und Faster. Faster, ja, Faster vorbei! Was war's, Bro? Das war der Trailer? Bruder, da hab ich mir irgendwie immer was, ja, weiß ich nicht, ne? Da hab ich mir irgendwie was, cooleres vorgestellt. Die Männer-WG. Digga. Boah, stellt euch vor, dieses Line-Up in der Männer-WG. Das wäre krasse Scheiße. Real Talk. Aber leider geht's nicht. Heiko kann nicht. Das wäre krass. WG mit 2 Personen, top. Nein, wichtiger wird wahrscheinlich können. Der schreibt so, als würde es safe sein. Mit Farmo müssen wir noch ein erstes Gespräch führen. Mache ich heute Abend. Und Faisal ist safe dabei. Faisal W. Ich sag, du sitzt mit Faisal alleine in einer Riesenbude. Ja, kann sein. Vielleicht. Ich hatte eine Woche frei, oder? Oder Motherfucker. Also nee, der will nicht schwänzen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich glaube schon, juckt, oder? Der geht zum Direktor und fragt, ob er eine Beurlaubung bekommt. Heißt das so? Freistellung! Ob er eine Freistellung bekommt. Das kriegen zum Beispiel auch irgendwie hier die U17 Deutschland, hat das wahrscheinlich auch bekommen. Also wenn die halt irgendwas haben, so, wie zum Beispiel WM, dann kriegen die eine Freistellung. Nur, dass es halt wichtiger dann sagen wird, yo, ich gehe mit Let's Hugo, Feister und Favo auf AD-Rom und wir machen Urlaub, krieg ich eine Freistellung. Ja. Let's Hugo wird es wichtiger. Favo, wenn ich... Oh Gott, Digga, Troll the Sparrow, lass uns das nicht schauen. Lasagna wasn't the only thing getting cooked. I don't know what he waiting for, though. Garfield, Katze! Small nose, big ear having that. Boy, your back got its own zip code. Nix verstanden, Digga, gar nix. Du sitzt jetzt am meisten auf Sport in der Art. Sorry, du kannst es dir schon vorstellen. Und Gewinner von BTF-Moment ist... Hund rammelt im Schlaf! Hugo, komm her! Gucken, was der Tag bringt. Der Tag ist noch jung.